meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Epoche hier bei der Deutschen Nachhilfe im Netz. Und zwar geht es jetzt in dieser Videoreihe um Biedermeier, um die Biedermeier-Epoche. Und die fand statt zwischen 1815 und 1848. Wir kommen dem heutigen Datum also langsam endlich näher. Der Begriff Biedermeier wurde von den Realisten zunächst abwertig, also negativ benutzt, um Kritik der Literatur der Restaurationszeit, also nach dem Krieg, zu benennen. Aber dann so vom 19. zum 20. Jahrhundert zur Jahrhundertwende wandelte sich dann der Begriff Biedermeier ins Positive und man verbindet damit die gute alte Zeit. Aber auch so Schlagwörter wie Häuslichkeit, Geselligkeit. Nee, das muss mit einem S und zwei L geschrieben werden. Das muss ich nochmal von vorne machen. Jetzt passt es, Geselligkeit oder auch zurückgezogene ins Private, nenne ich das einfach mal. So, das sind so die Stichwörter dazu. Die Leute waren halt immer noch von dem 30-jährigen Krieg so ein bisschen durchgerüttelt. 1815 ist Napoleon ja gefallen und dann hat der Wiener Kongress das alles so ein bisschen wieder in die richtige Richtung gelenkt. Und deswegen steht Biedermeier halt auch für diese Schlagwörter hier, die ich euch aufgeschrieben habe. Zwischen 1815 und 1848, also genau die Zeit, die auch hier diese Epoche wiedergibt, gab es halt einen Interessenkonflikt in der Gesellschaft, und zwar einmal zwischen den Fürsten und einmal zwischen dem jungen Deutschland. Ich kürze es mal ab, jungen D, das junge Deutschland. Muss ich das vielleicht... vielleicht doch ausschreiben, damit das nicht in Vergessenheit gerät, weil das wird nämlich noch wichtig für die eine der kommenden Epochen, die noch ausstehen hier. Also Interessenkonflikt in der Zeit hier zwischen den Fürsten und dem jungen Deutschland. Und zwar wollten die Fürsten eine Restauration, also eine Wiederherstellung der alten Ordnung, wie das vor dem 30-jährigen Krieg der Fall war. Das junge Deutschland hingegen wollte Freiheit und eine politische Einheit innerhalb von Deutschland. Das waren also hier die beiden Meinungen, die hier so ein bisschen aufeinander geknallt sind in der Zeit. 1815 wurde ja nach dem Wiener Kongress nicht Deutschland gegründet, aber der Deutsche Bund gegründet, und da gab es dann 39 Einzelstaaten, und das war schon so ein bisschen auf dem Weg zu einer politischen Einheit, weil diese Einzelstaaten auf der einen Seite von dem Wiener Kongress beschlossen worden sind, auf der anderen Seite aber wiederum Einzelstaaten waren und nicht wirklich tatsächlich eine politische Einheit darstellten. In 1819, jetzt also mittendrin in der Biedermeier-Epoche, hatten wir dann auch die Karlsbader Entschlüsse. Beschlüsse, nicht Entschlüsse. Beschlüsse, und es wurden Burschenschaften verboten danach, die sich als erstes so um 1815 in Jena das erste Mal so zusammengetan haben. Dir wurden die Burschenschaften verboten, das darf ich nicht vergessen dahinter zu schreiben, nach den Karlsbader Beschlüssen. Es wurden die Universitäten überwacht. Es gab eine Zensur, eine Buch- und Pressezensur ab 1819, und Spione oder Spitzel, schreibe ich mal, Spitzel waren erlaubt in dieser Zeit. Dann kam es natürlich, weil alles das, diese Karlsbader Beschlüsse, natürlich komplett gegen die Vorstellung vom jungen Deutschland kam es dann halt im Verlauf der Jahre um 1848 zur Märzrevolution. Und die wurde natürlich vom
Jungen Deutschland eingeleitet, durchgeführt. Der wichtigste Philosoph in dieser Zeit war Friedrich Hegel oder die Philosophie von Friedrich Hegel. Das ist ein Name, den sollte man sich in Bezug zum Biedermeier auf jeden Fall merken. Ich schreibe es nochmal kurz auf. Friedrich Hegel hat gelebt von 1770 bis 1831. Also gerade noch so den Wandel hier mitbekommen. Die Schriften ist halt Phänomenologie, das muss man ganz langsam sagen, Phänomenologie des Geistes, Wissenschaft der Logik, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften und die Grundlinien der Philosophie des Rechts. Die stammen halt alle von Friedrich Hegel und diese Schriften haben halt die Biedermeier-Epoche relativ stark geprägt.